Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Shadow of the Tomb Raider. Und dieses Mal tatsächlich ist die Aufnahme mit der neuen Grafikkarte. Gestern kam die neue Nvidia-Karte. Sie haben es endlich geschafft, sie rauszuschicken. War auch eine ganz lustige Story. Und ja, hier ist sie. Ich habe dann praktisch die ganze Nacht noch ein paar Sachen eingestellt, konfiguriert, Benchmarks gemacht und so weiter und so fort. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Spiel deutlich flüssiger läuft. Was durchaus aber passieren kann, dass ich das ein oder andere noch anpassen muss. Denn ich habe zwar jetzt ganz toll, dass meine Grafikkarte unfassbar viel an Ressourcen hat und das ganz gut wegstecken kann. Ja, jetzt ist aber die CPU das Bottleneck. Das ist ein absoluter Traum. Und darum mache ich nur eine ganz kurze Session, weil ich... Ach, jetzt kann ich einsammeln. Weil ich eben erstmal ein Gefühl dafür kriegen will, was die CPU alles tatsächlich leisten kann. Und vor allem, ob das Spiel flüssig läuft einigermaßen. Darum mache ich erstmal so eine Folge und gucke mal, ob das alles passt. Tenemis bikin, kin hokoltela. Tak bello, jani willig maus un pachtik le kas jabach kinobo. Okay, finde ich gut. So, ja, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, die Grafikkarte langweilt sich jetzt, dafür ist die CPU jetzt dann am Anschlag. Das ist total toll. Das ist, liegt aber auch daran, dass wir nebenbei mit OBS aufnehmen. Und ich da dann praktisch sehr viel an Ressourcen noch von der CPU wegnehme praktisch. Ansonsten, wir spielen auch mit Raytracing jetzt, das heißt, das neue Raytracing-Feature ist auch an. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da jetzt einen Vorteil oder Nachteil sehe, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Wir können mal gucken. Ich weiß nicht, wir können mal Spaß, wir können ja mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das, kann ich das hier direkt ausschalten? Ich kann es hier ausschalten. Aus. Okay. Man sieht es hier, lustigerweise, kann ich mit der Maus hier, geht das? Ja, guck mal hier auf das Armband, ist total toll. Hier auf das Armband unten mal gucken, da sieht man gerade, wenn ich Raytracing anmache, dann ist das hier hell, ansonsten ist es dunkel. Jetzt sieht man, okay, jetzt spiegelt sich auf dem Armband offensichtlich die Sonne. Das ist so der einzige, und auf dem Armreif hier oben auch, um das Halsband hier, da spiegelt sich's auch ein bisschen, also mit Raytracing, es sieht heller aus, weil es eben jetzt die Effekte mitspiegelt. Ja, ist ein ganz nettes Feature eigentlich. So, von den Schatten her merke ich jetzt aktuell zumindest noch keinen Unterschied irgendwo. Ich sehe es jetzt eben nur bei diesen Armbändern, dass wenn ich jetzt mehr switche, dass es da einen Unterschied gibt. Können wir uns dann vielleicht bei anderen Stellen nochmal angucken. Da stand gerade ein Schatten. Ich weiß gar nicht, ob man es gesehen hat, da stand gerade ein Schatten. Das war ja seltsam. So, ich muss mir eben gucken. Hier ist ein Überlebensversteck. Also, wir machen jetzt mal die ganzen Überlebensverstecke. Wie gesagt, ich werde nur ein Völkchen aufnehmen. Ich will einfach mal wissen, wie gut die CPU und alles hiermit umgehen können jetzt. Weil, wie gesagt... Hier? Ah, hier. Okay. So, ist sensationell. Das heißt, als nächstes muss ich mir auf jeden Fall eine neue CPU kaufen. Das ist total toll. Das ist nämlich, es ist die nämlich der Bottleneck. Ich glaube nicht, dass es flüssig läuft. Weil da kommt das Spiel, also OBS kommt gerade nicht mehr hinterher, glaube ich. Achso, das kennen wir schon. Das kennen wir schon, mit dem haben wir schon gesprochen. Was haben wir hier noch? Wandgemälde, das suchen wir uns noch. So, ich bin mal echt gespannt jetzt. Also, es ist so toll, ich habe mich so Da oben ist ein Wandgemälde. Ah, da oben. Okay, jetzt habe ich mich so mega, wisst ihr, ich habe mich so mega gefreut. Ja, neue Grafikkarte und ist auch echt sensationell gut. Das muss man einfach sagen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Schon wieder alles voll. Ich bin ja toll. So, mega gefreut, weil Nvidia
hat die Mail geschickt. Am... Ach, hier ist ein Lagerfeuer. Cool, Tempelviertel. Gleich mal aktivieren. So. Da-da-da-da-dam. Neue Fähigkeit verfügbar. Na gut. So. Ja. Achso, das war das Lagerfeuer. Jetzt müsste ich hier irgendwo aber... Ah. Ich denke mal, warum vibriert der Controller so? Macht Sinn. Das ist da hinten. Wie komme ich da denn hin? Ich müsste eigentlich jetzt durch diesen Tempel hier da durch, oder? Würde ich jetzt fast sagen. Hallo? Das klingt alles nicht so gut gerade, muss ich sagen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, ist ja ganz toll. Pfeife, Yucateco, eine Todesflöte. Mhm. Eine zeremonielle Flöte, die bei Menschenopfern gespielt wurde. Der Klang dieses Instruments in Form eines Totenschädels wurde mit den gequälten Schreien der Sterbenden und Toten verglichen. Es heißt, sein schriller Klang würde den kürzlich Verstorbenen einen Weg in die Unterwelt ebnen. Die Todesflöte kam außerdem als Kriegsinstrument zum Einsatz, dessen Töne unwissende Feinde mit Furcht erfüllen sollten. Okay. Cool, cool. Was willst du? Okay, du kommst hier nicht rein. Finde ich gut. Dann halt nicht. Habe ich auch kein Problem mit. Also doch, habe ich eigentlich schon, aber ich kann nichts machen dagegen. Mhm, okay. Das ist sehr schön. So, ist total toll jetzt gerade. Also ich habe gerade übrigens, nebenbei, ich habe GPU-Z offen und alles, weil ich einfach mal gucken will, wie sich der Rechner gerade verhält. Ich glaube, ich muss da mal Pause machen. Beziehungsweise ich will mal was testen. Passt mal auf. Ich mache das einfach jetzt mal live, weil ich nichts verpassen will und das wirklich live im Objekt machen will. Ich mache mal Raytracing mal aus Spaß. Ich mache es mal aus. Ich sehe gerade nicht einen Unterschied. Ich will eben jetzt was wissen. So. Nö. An Raytracing liegt es tatsächlich nicht. So, sehr gut. Die CPU brennt gerade auf 100% nämlich. Ich muss irgendwas umstellen, das geht so nicht. Bildschirmgrafik, können wir Raytracing wieder anmachen. Es ist gerade ein bisschen schwieriger. Texturenfilter. Machen wir es mal so, achtfach. Das Problem ist, ich weiß gerade nicht, was ich einstellen soll, damit die CPU die Klappe hält. Weil die brennt sich... Okay, pass mal auf. Ich mache eben mal den Cut und wir sehen uns gleich wieder. Ich muss mal ein bisschen was testen jetzt, weil das geht so nicht. Die CPU brennt nämlich sich auf 100% fest und dann kriege ich hier unglaublich viele Frame Drops, die nicht so prickelnd sind. Beziehungsweise, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie die ersten paar Minuten dann waren von der Folge. Würde mich mal interessieren, ob das anschaubar ist, weil, ja, vielleicht kriege ich es aber noch besser hin. Kurzer Cut, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. So, da bin ich wieder. Hallo und willkommen zurück. Da sind wir bei Tomb Raider. Ich habe jetzt ein paar Tests mal gemacht. Und ich hoffe mal, dass es jetzt ein bisschen flüssiger läuft. Ich kann es aber ehrlich gesagt nicht versprechen. Ich habe jetzt einige Sachen umgestellt. Auch, Was? Irgendwas mit Willen der Götter habe ich gerade nicht gelesen. So, was haben wir da? Gucken wir uns mal an. Juhu, 81%. Zum Wandern, verdammt. Mam, ein Meier-Steinabrieb. Die Beschützer haben versagt und sind jetzt dazu verdammt, das Verlorene zurückzuholen.
Okay, das klingt gut. Sehr schön. Ja, ich bin jetzt gerade querbeet durch die Stadt gelaufen und... Dafür habe ich nicht genug Platz. Ich habe zumindest nichts getriggert. Ich habe jetzt ein paar Sachen umgestellt und hoffe jetzt einfach, dass es flüssig läuft. Zumindest für euch ein Stück weit. Jetzt hier hoch. Ja. Oh. Toll, jetzt ist Tomb Raider abgeschmiert. Was ein Problem mit Ihrem Bildschirmtreiber ist aufgetreten. Möglicherweise hat Ihr System nicht genügend Ressourcen, um in den derzeitigen Einstellungen zu spielen. Das ist toll. Ja, das läuft ja gut. Dann mache ich hier noch meinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Ach, es ist ein Träumchen. Ich liebe es. Bis gleich. Tschüss. So, da bin ich wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider nach einem kleinen Crash, den wir gerade hatten. Es ist sehr schön. Also es läuft noch nicht so ganz rund. Es ist tatsächlich so, dass die CPU das Bottleneck hier gerade ist. So, okay, das haben wir, glaube ich, schon. Und zwar, ich hoffe, dass es jetzt mal läuft, dass mir dann nicht wieder der Grafikkartentreiber wegschmiert. Okay, das hat er gespeichert. Ich wollte dieser Schatztruhe, wollte ich eigentlich hier, ne? Das wollte ich gerade machen. Also ein bisschen, ich habe V-Sync deaktiviert, damit OBS nämlich die Frames trotzdem hat, damit das in OBS nicht ruckelt, weil das ist das Hauptproblem eigentlich. Weil bei mir lokal läuft alles mega flüssig, mega rund. Boah, ist laut hier gerade. Bloß hier ist eben jetzt das kleine Problemchen. So, da ist die Truhe. Aber lass mich raten. Ja, richtig. Wir haben keinen Dietrich. So. Und ich hoffe jetzt mal, es rund läuft. Ich mache jetzt nur eine kurze Aufnahme. Patoli-Matte, Yucateco, eine Patoli-Matte. Patoli ist angeblich eines der ältesten Spiele in Amerika, das von allen gesellschaftlichen Schichten gespielt wurde. Nicht selten setzten die Spieler in einer einzigen Runde all ihre weltlichen Besitztümer, von Decken und kostbaren Steinen über Häuser bis hin zur Freiheit ihrer Familie. Makui Xochitl, der Gott der Kunst und Spiele, galt als aktiver Teilnehmer an diesem Spiel und war dafür verantwortlich, den Gewinner mit Opfergaben zu beschenken. Unglaublich, was sie alles für ein simples Spiel riskiert haben. Manche Dinge ändern sich nie. Ja, das stimmt leider. Ist denn so ein bisschen ein Mensch, ärgere dich nicht. Aber sehr schön, gefällt mir ganz gut. Okay. Wir brauchen noch einen Dietrich auf jeden Fall. So, hier haben wir noch einen Quest. Also wie gesagt, ich mache jetzt mal ein, zwei Folgen, nehme ich auf und hoffe, dass alles passt. Ich bin noch ein bisschen in der Findungsphase. Weil, wie gesagt, die CPU ist tatsächlich der komplette Knackpunkt hier. Ohne Aufnahme geht es ohne Probleme, das funktioniert. Aber mit Aufnahme ist die CPU echt am Limit. Und lustigerweise nur da, wo Licht ist. Hier ist ja zum Beispiel, geht es ja auf 95% hoch. Hier im Dunkeln ist wieder alles gut. Da ist sie wieder total entspannt. Es ist irgendwas mit Lichtreflexionen dann. Es liegt aber nicht an Raytracing, weil das macht eigentlich nichts. Also ich weiß nicht, woran das gerade liegt. Auf jeden Fall ist als nächstes, glaube ich, eine neue CPU fällig. Naja, machen wir erstmal weiter hier. Ich entschuldige mich im Vorfeld auf jeden Fall für etwaige Ruckler oder sonstige Frame-Drops. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Folge empfunden habt. So, und jetzt quatschen wir mal weiter hier. Bist du Pisco der Tote? Kupaktala wikin, taktung anchachmash, paktal ilik Pisco, kimenesh shan ishik. Nein, du bist also Pisco der Tote. Pisco, ukos legium zilovo. Ich bin Lara. Lara, humpel hatsutskaba. Lara, Ma kimenesh. Du auch nicht. Why? Bey, Janilinki mesalt in palile. Lebetike visa ben witzjete lenu bexajo. Zocke sabich. Vale. Aber du hast überlebt. Tenin winkilal. Kimenenu tialin laxilov, jetelinetailo. Kinkustal jeteletakunesaku patalteno. Ein Junge sagt, Pisco hat seine Würfel gestohlen.
taki le tikat kak bash kumpel bash al katun tin nahal tak ma javal janteni vale yete lutzol al tin nahal tik le bakil bulo. Was für ein Spiel? Zik bal nen yetel hotul tohol chintan makop ui awui ujit satil yetel alten bashten chek taki beitu no kinzik tech le bakil bulobo. Das werde ich tun. Okay, Pisco der Tote. Ja. Verstoßen, weil er geopfert wurde. Und es hat aber nicht so ganz funktioniert, die Opferung. Ach, der Arme. Der Arme, tut mir leid. So. Was haben wir denn sonst noch hier? Hunkakaya. Okay, kann ich nicht, weil Dialekt fehlt. Na gut. So. Was haben wir hier noch? Ist hier überhaupt irgendwas? Yay, Kletter! Da komme ich nicht hoch. Komme ich hier hoch? Ja, da komme ich hoch. So. Oh, guck mal da. Das sind Kondorfedern. Ne, normale Federn. Oh. Ich musste mit 5 ausgestoßenen gesprochen. Ne, nicht ausgestoßenen, verstoßenen. Einer fehlt. Na gut. So, hier ist noch... Ach, hier unten. Toll. Ich bin ein Schlaubi-Schlumpf, ne? Dass ich immer dann diese Sachen markiere, wenn ich direkt daneben stehe. Das ist total toll. Bin ich... Ah, hier. Das weiß. Habe ich gesehen. So. Dann haben wir hier noch einen Monolithen. Nein. Dezimaler Absturz. Kann ich hier... Nein. Ach so, hier ist die Taste zum Reinzoomen. Okay. Steht lustigerweise auch da. Ich hab's nur... Wow. Ach so, der ist weiter oben. Ach so, aber hier kam ich nicht hoch, ne? Glaube ich. Nee, das ging nicht. Ich muss außen rumlaufen. Gut. Das ist ein Weg. Out of the way. Das war Tony Hawk's Pro Skater, war das, glaube ich, ne? Die erste oder eine ewig alte Version, die ich auf der PS1 damals gezockt habe. Oh. Hallo. Hallo. Pisco sagt, ich soll mit dir reden. Oh. Ach, Pisco. Utsulubulten. Hast du andere Fremde gesehen? Chenjuntul, kichkelem kachil, utsjetel yutsil mak, et yakuntaba, vale, jumpel yakunaj maunaji, makamben kuyalik, umuchkilichkun esajil kukulkan. Wie schrecklich. Tut mir leid. Patenkimil, kashente poco. Du ospel kinile, tinkamachle kimilo, le tunka tu kashten, le tsulul mako. Du watchen jetel tutsaken. Wer war er? Ma in wohel bishukabai. Sokuman jabhab. Paleke shika in kaile. Jankin kimbin shimbal te pukubo. Tushanukule kondor. Sole kin moli kukumop. Beyokupakta lukahalten. Eine bemerkenswerte Geschichte. Danke, dass du sie mir anvertraut hast. Nibolal jola guyiken ishik. An die Klippe gebunden zum Sterben, verdammt, dass man, damit man, ja, weil man jemanden liebt, den man nicht lieben soll, weil es ein Fremder ist. Ja, das ist nicht so toll. Das ist nicht ganz so prickelnd. Okay, das haben wir, glaube ich, schon hier. Das beschreibt etwas in der Nähe. Genau. Kanäle bringen Wasser zu den trockenen Bereichen des Dorfes. Und sie haben mich mit sich genommen.
Okay. Kondor. Waren wir hier oben nicht schon? Ich weiß es gerade nicht. Monolith. Okay, Kanäle bringen irgendwas zu den trockenen Dingen. Da gucken wir jetzt gleich mal. Das ist dann auch hier. So, Nein, ich will nicht den dezimalen Absturz. Ich würde gerne... Ich hätte gerne das andere Dingens jetzt gehabt hier. Wow, das tat weh. Ich bin schon wieder falsch. Es ist doch nicht wahr. Ich will doch nur die Sachen einsammeln. Spiel, ist das zu viel verlangt? Ja, gut. Ich bin begeistert. Möchte ich ganz kurz betonen, ich bin sehr begeistert, weil ich keine Ahnung, wo ist diese... Wo ist das Versteck hier sein soll? Also, wir gehen nochmal zu den Monolithen da hoch. So, hier ist der Monolith. In diese Richtung hier... Nee, in diese... Geh mal weg. Nein, diese Richtung. Ja, in diese Richtung hier. Ist das hier vielleicht direkt? Aha. Jetzt bescheuert. Ich sehe leider nicht, ob das hier oben irgendwo ist oder da unten irgendwo. Auf jeden Fall ploppt hier nichts auf. Vielleicht ist das aber unten noch irgendwann. Ich geh mal da runter. Ich muss irgendwo in diesem... um diesen Bereich hier rumbleiben. Geht's hier irgendwo rein? Nein, da geht's auch nicht weiter. Hier kann's auch nicht sein, aber es muss hier außen dann irgendwo sein. Es muss irgendwo hier sein. Also es kann sich ja nicht in Luft auflösen. Hier hinten ist noch was. Das müsste Schießpulver sein, oder? Ja, ist Schießpulver. Geil. So, haben wir das. Oh, guck mal da. Zum Glück sind wir hier rein. Was gibt's da noch Schönes? Teufel im Dunkeln. Yucateco. Ein Bericht über verdächtige Vorkommnisse. Ein Dorfbewohner behauptet, er hätte auf den Straßen eine seltsame Kreatur gesehen. Er folgte ihr bis in eine ummauerte Gasse, wo sie verschwand. Eine Bürgerin berichtet von einem ähnlichen Erlebnis in der Oberstadt. Sie ist aufgewacht, als etwas versuchte, durch ein Fenster im ersten Stock zu klettern. Als sie schrie, ließ es sich auf die Straße fallen und verschwand. Ich bleibe an der Sache dran. Mhm. Okay. Ach, ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot von dem Herrn. Ich dachte, das ist ein Überlebensversteck, aber das ist eine Herausforderung. Das sehe ich jetzt erst. Das ist eine Herausforderung hier. Drum... Ja. Ich bin so schlau. Aber wenigstens sind wir dann hierher gekommen. Also, es hat sich gelohnt, dass ich so blöd war. Ishik. Akat wa awoi. Kumpel zik bal. Kumpel kusik baltik. Inna kachili. Lieben gern. Zoka willig leche no. Jante kajo. Masima. Awohel wa bashtin. Tijan obtelo. Nein, warum? Juntena ke jan chakton. Juntul isahao. Juntul kolel. Hach kuyubi kuba nohbal. Tuyalak kapanak, lechenob helo, tialo yili kuyochel, leken manak, ichi le kajo, jumpel kine, sholak jignal jumpel, lecheno kajok, juntul kayi. Hach kushignal leti, ikil yukbal lejao, makbechal uyilik, uyocheli. Leisha jawo, tuyotak uchuk le kayo, bale jalkajig. Lup ichi lecheno kasatig. Sie verschwand? Ichi luyuchul kashane, kashantab jabach, behov ichi lechenovo. Vale, mishpikin kashantab leti,
Kuyalale, leish ahawo, la eliti jane, tanu jilik, uchukik lekayo. Danke, eine interessante Geschichte. Das stimmt tatsächlich, ist wirklich sehr interessant. Drum, liebe Damen, nicht so eitel sein. Aussehen ist nicht alles, es kommt doch auf den Charakter an. Wenn du von außen eine Prinzessin bist, aber innerlich, ne, alles voll. Schreckschraube, dann bringt das auch nicht so viel. Nur mal so. Mein Input. Okay, ich mag das voll, diesen Dialogen zuzuhören. Das ist total geil. Und ja, man ist nie zufrieden mit dem, was man hat. Man nehme mich zum Beispiel. Neue Grafikkarte. Yay! Total toll. Aber trotzdem, CPU passt nicht. Nee, ich brauche eine neue. Es ist aber auch wirklich so. Man ist nie mit dem zufrieden, was man hat. Das ist so... So was durchgängig Menschliches, glaube ich, dass man nie zufrieden ist. Was ist das denn? Ach so, ich... Ich bin nicht alt, aber danke. Hallo, gehörst du zu den Verstoßenen? Ich bin Laura, Pisco schickt mich. Pisco lekimene, tu tuste chwaye, chehel tabech tu bashalil patoli? Nein. Ein Junge namens Taki hat seine Würfel verloren. Ich will sie zurückgewinnen. Pisco gibt sie mir aber erst, wenn ich mit allen Verstoßenen geredet habe. Helanin willig matuyotach bashalta wetel yolali? Tut er. Ah, malob, chenku pachtal in walik teche. Toholchin taben, hebish Pisco. Lukesab den meyach, yetel zelkunexaben. Vale, mayol humpel lobili, yol humpel baltim betaj, yetel helin kabetike. Was ist passiert? Techi jana palal? Nein. Mishten, mautz oltaben tumelitschel, vale, en shunalile, anchach ostul, upalal zole, ten ush alanzahil, tu ostulil. In yamob beyin tialobe, vale zel kunesaben. Was hast du getan? Okolen, Lara. Was hast du gestohlen? Humpel lech kalil jade. Warum? Kayara leutupilo, tu gilach le lech ka, kabinon eximbal, juntuletai. Tu chach, yan kach uchukul, yan kach utohol chintal, sole chen chanchupal, tin walaje tenchaej. En shunani le tujan paitachten le leshkalo tu puchach lum kashikich tohol chintaben yol lelo. Das tut mir so leid. Maulubula woltin wolal. Wakakabechake helen kabetike kayara tuchach unatsole beklae utskushlik tene beklae uchuyen ischel hebish ukansilen inae. In Kayara, Yankin Kutal, Ushimbalten. Danke für deine Geschichte, Chaska. Kayara hatte Glück, dich zu haben. Schick te chuzili, schick. Ja, das ist das gleiche Niveau, wie dass man früheren Kindern auch die Hand abgehackt hat, wenn sie was geklaut haben, weil man ja davon ausgehen, Kinder sind genauso rational wie Erwachsene und machen keinen Blödsinn. Eine absolute Heldin, diese Frau.
Hätte vermutlich nicht jeder gemacht. Und es ist schön, dass das Kind sie immer noch besucht, dann heute, jetzt wo sie erwachsen ist, dann. Ich vermute mal, dass sie erwachsen ist. Weil dann hat sich's wenigstens auch gelohnt und man hat ein bisschen was, worauf man sich freuen kann. So. Unuratus Krönung. Keshua, ein Bericht über Unuratus Krönung. Unuratu ging durch die Menge zum Thron, stellte sich jedoch daneben, ohne sich zu setzen. Warum glauben wir diese Lüge noch immer? Fragte sie die Menge. Kukulkan beherrscht diese Stadt und ich werde nicht länger lächeln und so tun, als wäre es anders. Ich werde keine Marionette sein, die auf seinen Befehl hin winkt und lächelt. Die Wachen schnitten ihr das Wort ab und führten sie fort. Dann rückten sie mit gezogenen Waffen vor, um die Menge aufzulösen. Tja, so kann man es natürlich auch machen. Tolle Diktatur ist das hier. Von wegen kleines idyllisches Dorf hier und so weiter und total toll und hast du nicht gesehen. Das ist einfach, ja. Das gehört wohl einfach dazu, Grenzen austesten. Sind sie in Gefahr? Ma, leachkananobo sachakunskobo, vale. Tutanke milobe, kuchinkob jetel tunich leachkananobo. Wachen mit Steinen beschmeißen. Eine sehr gute Idee. Oh, das kann ich jetzt durchschneiden. Und da gehe ich auch rein. Was auch immer da ist. Okay, Schwarzpulver. Ein Relikt. Und, hallo? Hallo? Wir klauen einfach hier alles weg. Das ist total toll. Wir sind die totale Schatzräuberin. Zerlegtes Funkgerät. Ein zerlegtes Funkgerät. Aha. Irgendjemand hat dieses alte Walkie-Talkie zerlegt. Vielleicht wollte er es ja nachbauen. Aha. Jo. Oh, schön. Sogar, pass mal, sogar mit diesem 9-Volt-Block-Anschluss hier. Das ist ganz cool gemacht, weil das hier wirklich, das ist so ein 9-Volt-Block-Anschluss, der kommt hier rein. Also eine Batterie, Akku, kennt ihr ja, 9-Volt-Block. Und dann kann man das damit betreiben. Interessant. Ich hatte so eins auch mal. Also nicht unbedingt in der Ausführung hier, aber ich hatte tatsächlich ein Walkie-Talkie, da sind wir als Kinder früher durch die Straßen gelaufen mit den 2 Walkie-Talkies und haben dann Polizei und Räuber und sowas gespielt. Das war echt cool, obwohl man leider sagen muss, dass die Walkie-Talkies eine sehr geringe Reichweite hatten. Das war... Aber es war lustig, es hat sehr viel Spaß gemacht, da als Kind durch die Straßen zu tollen. Und so zu tun, als wäre man mega toll. Aber natürlich bin ich ja mega toll, ne? Wisst ihr ja alle. So, Ja. Hebi rennt ins Feuer. Das ist die Bestrafung übrigens, dass ich gesagt habe, ich bin mega toll. Ich freue mich sehr. So, hier unten ist noch was. Da wollte ich eigentlich hin. Da hinten ist noch ein Wandgemälde. Das haben wir auf der Karte schon gesehen. Gut. Klack. Hallo? Klack. Sowas aber auch. Gucken, was wir da haben. Zack. Einmal lesen. Was haben wir Schönes? Virakosha. Kekushea. Eine Darstellung von Virakosha. Hier wird die Geschichte von Virakocha erzählt, verdammt, des Vaters aller Schöpfung. Er erschuf den Himmel, die Erde, die Sonne und Sterne, den Mond, die Zeit selbst sowie sämtliche Lebewesen, einschließlich der anderen Götter. Virakocha galt zu Anfang als oberster Gott der Inka. Doch im Laufe der Zeit ging diese Ehre auf seinen Sohn Inti über, den Gott der Sonne. Seine Verbindung zum Meer behielt Virakocha jedoch bei. Wörtlich übersetzt bedeutet sein Name so viel wie Fett oder Schaum des Meeres. Aha, sehr interessant. Ich finde das sensationell gut, muss ich sagen. Wir können mal einen Test eben machen, ne? Passt mal auf. Mich würde was interessieren gerade. Optionen, Bildschirm, Grafik. Nur mal so aus Neugierde. Guck mal. Habe ich mir fast gedacht. Schau mal die Schatten hier an. Auf dem Wasser jetzt. Da werden jetzt hier die Gebäudeschatten und die Gebäude werden durch Raytracing dann dargestellt. Ich wollte es einfach nur mal zeigen, den Unterschied dann.
Das ist eigentlich ganz cool gemacht, weil es wirkt nämlich extrem. Es wirkt schon sehr realistisch. Vor allem hier noch bei Lara zum Beispiel, am Kopf unten bei der Lara, sieht man auch Raytracing aus, ist nix. Schalte ich es an, habe ich so einen leichten Schatten von ihrem Oberkörper dann da. Das ist schon cool. So, ist mir bloß gerade aufgefallen. So, haben wir sonst noch irgendwas? Ja, ein ganzer Haufen. Das sammeln wir natürlich alles ein, ist klar. Oh, da ist... Ist das Jade oder Gold? Ich weiß es nicht. Das ist... Weiß ich gar nicht. Ich sehe es nicht so richtig. Ist Gold, ist Gold. Jetzt waren wir da genug dran. Es ist Gold. Das wäre eine Kiste. So. Das können wir uns gleich noch holen, die Kiste. Achso, okay, das haben wir jetzt voll. Schön. Das ist wieder eine Schatztruhe, oder? Wie komme ich da denn ran? Ach, hier. Oder? Nee, auch nicht. Wie komme ich daran? Hier muss es irgendwo einen Eingang geben. Ich dachte erst, dass das hier, aber das ist kein Eingang. Hier ist auch kein Eingang. Okay. Wie komme ich da rein? Ich meine, es ist eh eine Schatztruhe da unten. Ich meine, die können wir eh nicht aufmachen. Ich würde nur gerne den Eingang finden dazu. Weil dann können wir das... Hier ist der Eingang. Hier ist der Eingang. Hier jetzt sind wir drin. So. Schatztruhe, da fehlt der Dietrich. So. Fehlende Ausrüstung. Ja, haben wir hier unten noch was? Da blinkt noch was. Da ist ein Überlebensversteck. Bin ich drauf vorbeigeschoben gerade. Schön. Ach ja. Es ist immer wieder toll, wenn ich an Sachen vorbeischwimme. Okay, also da kommen wir dann rein. Jetzt haben wir die Schatztruhe hier auch aufgedeckt. Das ist ganz gut. Müssen wir bloß noch irgendwie finden. Okay, haben wir noch ein Büchlein? Oder Zeitschrift, je nachdem, was das sein soll. Ich weiß es nicht. Seuche, Yucateco, eine Darstellung hunderte Menschen, die einer Krankheit erliegen. Als nach der langen Dürreperiode endlich Regen fiel, verließen die Ratten ihre Baue, um nach weiterer Nahrung zu suchen. Und mit den Ratten kamen die Plagen. Jene, die von ihnen befallen wurden, bluteten aus Nase und Ohren, bevor sie einen qualvollen Tod fanden. Sie starben in so großer Zahl, dass einst belebte Städte verlassen zurückblieben. Ja, die Ratten sind die Überträger der größten Seuchen, glaube ich. Das war ja auch im Mittelalter. Dafür habe ich nicht genug Platz. Haben ja die Ratten waren dafür verantwortlich, dass die Pest überhaupt so stark übertragen wurde. Aber auch nur deshalb, weil es halt hygienetechnisch eine Katastrophe war im Mittelalter. Die haben ja... Warte mal, da ist noch was. Das habe ich jetzt fast übersehen. Ach, ist unter Wasser, okay. Hallo? Ich will hier einfach dahin schwimmen jetzt. Zack. Wenn wir schon mal da sind, machen wir das gleich mit. Habe ich ja gesagt. Ich möchte es etwas intelligenter versuchen umzusetzen alles. So. Dann haben wir das jetzt hier alles. Dann können wir das Wandgemälde da hinten machen. Das haben wir ja schon mal gesehen. Da sind wir ja dran vorbeigeschwommen. Zack. So. Also ich muss sagen... Mit diesen Schatteneffekten, ja, das sieht schon echt cool aus auf dem Wasser. Das hat schon was. Also, ob jetzt Raytracing so viel Geld wert ist, was die Nvidia-Karten kosten, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein schöner Effekt. Es sieht wirklich ganz gut aus und macht eine gute Atmosphäre. Vale mein Will, Tilekinova. Beijing Walling Wohel, Bastene.
Jamba shop kanan tiubetik. Kanan tial tulakalon. Baleta kingwilik. Mishmak pulik tunichach kunachtal ichilial kajo. Hm, okay. Kind hat Verpflichtungen wahrscheinlich und drum kann's nicht mehr so oft spielen. Ist das Mam hier? Es sieht grün aus. Nee, natürlich nicht. Tödliche Erdenmutter, Yucateco, eine Darstellung der aztekischen Göttin Coatlicue. Eine vollbusige Frau, um deren Hüften sich Schlangen ranken. Das ist Coatlicue, was wörtlich übersetzt so viel wie Schlangenrock bedeutet. Aha. Ein weiterer ihrer Namen ist Teteo Inan, die Göttermutter. Sie brachte den Mond und die Sterne zur Welt und hatte mehr als 400 Kinder, unter anderem den Sonnen- und Kriegsgott Huitzilopochtli. Neben ihrer Rolle als Mutter gilt sie außerdem als Zerstörerin allen Lebens. Es heißt, sie selbst wurde geopfert, um das derzeitige Zeitalter der Schöpfung herbeizuführen. Okay. Also eine Göttin, die 400 Kinder hat, ist die Zerstörerin allen Lebens. Also jemand, der so viel Leben schenkt, ist Zerstörerin des Lebens. Das ist sehr widersprüchlich, aber ich glaube, so gehört das auch irgendwie, ne, so eine Balance finden immer. Ja, ich werde übrigens, glaube ich, die Namen nicht mehr vorlesen künftig. Ich lese wirklich jeden einzelnen Namen, ich spreche die alle falsch aus. Das ist immer so rückwirkend hier, wenn die Larry das vorliest, denke ich mir immer so, du solltest vielleicht die Klappe halten. So, ach so, ja, stimmt, wir haben hier noch einen Schatz. Kanäle bringen Wasser zu den trockenen Bereichen des Dorfes und sie haben mich mit sich genommen. Okay, das heißt, wir müssen hier nochmal hin. War das jetzt die Richtung? Ja, so. So halb die Richtung. Okay. Da müssen wir noch hin, das müssen wir noch machen.